Jo Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin heute ein kleiner Rebel Rose und ich probiere es heute aus, mal ein Uncut-Video zu machen. Habe ich schon so lange nicht mehr gemacht, ich glaube schon ein paar Monate lang nicht. Und ich hatte gerade eben schon eine richtig geile Runde, auch so gut kommentiert mit ein paar guten Kills und ein paar guten Air-Hits. Und ja, am Ende hat mich ein Goldplayer übel zerfickt. Ja, kann man nichts gegen machen. Nur ich dachte mir so, ja, ich brauche die Aufnahmen dann doch nicht nehmen, weil das Ding war, das ging dann 5 Minuten ungefähr so, ich renn zu ihm, hat ihn dann immer auf ein Herz runtergehittet und, lol, hackt er. Und ja, dann hat er mich aber am Ende noch bekommen, weil er halt Stärke und alles hatte und ich wollte euch keinen 5 Minuten Fight gegen den Goldplayer einblenden, so. Das wäre einfach too much für eine Aufnahme gewesen. Und lol, ich glaube, der hatte Medusa drin. Ich glaube, ich bin mir aber nicht sicher. Na, eigentlich bekommt man doch durch das Anti-Reduce-Plugin mehr Knockback, oder nicht? So, außerdem, ja, wir befinden uns heute am Samstagmorgen um 11:30 auf dem Rubenzeit.V-Netzwerk, weil ich mir, ja, weil ich heute früh so aufgewacht bin und mir dachte, okay, ich muss heute auf jeden Fall noch ein Video aufnehmen, weil ich wollte eigentlich heute Clip schneiden, nur ich habe gar keine Motivation gerade, auch gar keinen Bock irgendwie, so gar keine Lust, mich jetzt an Stein zu setzen und daher auch das Uncut-Video. Ja. Und ich muss sagen, in so einem 10 würde ich wieder sagen, okay, Relation ist gerade zu spät da raus. Weil, keine Ahnung, ich finde, wenn man solche Fails überlebt, brauchen wir nicht im Video sein. Nur, oh, what the fuck, wie leckt das denn? Nur, wenn man Uncut spielt, dann ist es ja immer was anderes, so. Und ja. Gucken wir mal, dass wir den jetzt hier bekommen. Und ja, Leute, also jetzt schreibt mir in die Kommentare, wie geht's dir? Habt ihr Ferien? Habt ihr keine Ferien? Viele Bundesländer haben ja jetzt noch Ferien. Ist die Frage, wo ist der Typ hin? Da. Fuck, wie hat der mich denn gerade gekommen? Und Alter, war das scheiße. Und da ist er tot. Ich würde sagen, wir gehen noch zum nächsten Gegner. Weil der Grüne hat immer noch mit Orange zu tun. Und meist ist es ja so, wenn die schon so lange für den ersten Fight brauchen, dann dauert das jetzt auch noch eine ganz gute Weile. Dann hoffe ich mal, dass ich hier meinen Gegner direkt bekomme. Ja, ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie euch das so gefällt, wenn ich so absolut Uncut spiele. Ich muss sagen, ich habe bis jetzt ein Uncut-Video auf meinem Kanal gebracht und das war ein kurzes Info-Video, dazu, dass ich dann in Urlaub fahre und deswegen eine Woche keine Videos kommen. Und sonst war eigentlich nie Uncut, soweit ich mich erinnern sollte. Außer halt einmal ein paar, zwei Bad Wars-Runden, aber da war gespeedet drin und alles. Und ab und zu mal eine Schrifteinblendung und so, weil das früher gegen zwei Hacker waren. Aber sonst hatte ich ernsthaft noch nie ein Uncut-Video so groß gespielt. Oh, ich verstehe nicht. Leute, stellt euch doch das nächste Mal, wenn ihr auf der Map seid und gegen mich spielt, in den Villager rein. Weil man kann auf der Map den Villager zubauen und wenn ein Gegner da drin steht, kommt er da nie wieder raus. Das heißt, ihr könnt eine Stunde warten und der Typ kann da immer noch drin stehen. Und ja, ich weiß auch gar nicht, was die Gegner hier gerade versuchen. Irgendwie, entweder bin ich gerade zu gut, aber ich glaube eher, die Gegner sind einfach komplett scheiße inkompetent. Ja, die Gegner sind auf jeden Fall scheiße inkompetent. Und vielleicht wird das, Leute, vielleicht wird das ernsthaft noch eine 6 Kills, 6 Bettenrunde. Wenn ich mich jetzt hier beeile, das wäre doch, das wäre richtig nice für eine einfache Uncut-Aufnahme. So 6 Kills, 6 Betten, das wäre doch für den Anfang, zweite Runde Bad Wars heute, wäre das doch richtig nice. So, wenn die da sich jetzt nicht gegenseitig töten, dann kann es sogar relativ sicher was werden, muss ich sagen. Gucken wir mal. Ich werde jetzt nicht wieder zu weit meine Schnauze aufreißen und am Ende kriegt mich hier einer noch. Das wäre dann nämlich sehr, sehr peinlich. Naja, ich war auch letztens so, oh, fuck. Letztens in der Schule gechillt. Alles gechillt gemacht, wisst ihr? Und ja, dann dachte ich mir so, das eine Mal, ja, male ich ein bisschen. Kennt man ja so, in der Schule mag man ja immer, ne, Leute. Braucht ja nicht aufpassen. Nein, nein, war ein Scherz, oder immer, Schule ist wichtig. Und ja, am Ende kommen bei mir irgendwie immer so geistige Behinderungszeichnungen raus.
Irgendwie ein Eisbär mit keine Ahnung was im Mund. Und, schade, da sind die 6 Kills, 6 Betten auch schon weg. Leider. So, wo ist denn der Grüne? Hä, ist der jetzt bei Gelb? Ach, der ist da oben. Ach, der steht, what the fuck, wie, ja. Ich guck so 3 Minuten nach unten. Hä, wo ist denn der? Und da haben wir den 6, oder? Ja, theoretisch, wenn wir den bekommen, war das gerade mein 5. Kill heute. Ja. Das hätte ich gerade eben beim Dings nicht gefailt, dann wäre das noch eine richtig schöne 6 Kills, 6 Bettenrunde geworden. Hätte ich da gerade nicht gefailt. Och man, das ist echt schade. Und da haben wir die Runde auch schon gewonnen. Mit 6 Kills und 5 Betten. Würde ich sagen, ist eine schöne Aufnahme geworden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Uncut gefunden habt. Ciao.